Ich heiße nicht nur Raven, sondern auch wieder herzlich willkommen hier bei der neuen Folge Electrician Simulator, wo wir den Strom bändigen und ihn zu unserem eigenen Vergnügen nutzen. Ja, es geht weiter und zwar mit dem dritten Zertifikat Elektrikerschein Nummer 3, Kabel. Haha, wisst ihr, ich kann gut mit Kabeln. Ich kann wirklich gut mit Kabeln. Erst neulich war ich bei mir im Vorgarten, habe mich so auf meine Veranda gesetzt, mit einem schönen Bourbon in der Hand, habe mir so gedacht, du brauchst ein bisschen Natur. Was habe ich gemacht als gelernter Elektriker? Genau, ich habe einen Kabelbaum gepflanzt. Und das Schlimmste, die mich kennen und dieses Video sehen, wissen, für den schlechten Witz schäme ich mich nicht mal. Zeit für was total Verblüffendes, auch wenn mir die anderen Lehrer verbieten, so zu reden. Mit Zeit, einzelne Elemente der Installation mit Kabel zu verbinden. Easy. Sicherung. Dem Lichtschalter an der Wand neben dir zu verbinden. Okay. Easy. So, wir müssen die mit das hier verlegen. Was? Damit? Muss erstmal. Muss erstmal die Schalter reparieren. Sieh mal einer, schau. Da wäre mir ja fast ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Aber nein. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir sind Profis. So, wieder alles festschrauben. Schön für dich in diesem Spiel übrigens. Du musst die Maus nicht gedrückt halten zum Schrauben. Das ist, ja, sehr belohnt. Hallo? So treffe ich hier jetzt nicht. Komische Zielmechanik, muss ich ja ganz ehrlich sagen. So. Meine einer versteht. Wir müssen hier kabeln. Und wir müssen hier, nein, Lampe kabeln. Jetzt, wo wir Kabel gelegt haben, ja, sind hier auch Kabel. Haha! Und sie waren die ganze Zeit in meinem Inventar. Jeder Elektriker fasst sich gerade an den Kopf und denkt sich so, Junge, mein Hamster könnte das besser. Aber vielleicht hat dein Hamster auch gelernt. Vielleicht ist dein Hamster auch bei dir in die Lehre gegangen.
Vielleicht wusstest du es nicht, aber dann haben es da dir immer beim Arbeiten zugeschaut. Und dadurch hat er gelernt, wie man sowas baut. Das ist nämlich die Mission der Hamster, irgendwann Weltuntergangsmaschinen zu errichten. Und dafür schauen sie sich an alles bei uns Menschen ab. Denk darüber nach. Fuck! Das können wir direkt mal testen. Reicht das mit nur dem? Ja. Müssen wir sonst noch irgendwas einschalten? Wir könnten ja mal gucken, was passiert, wenn wir den hier. Obwohl, nein, das versuchen wir lieber nicht. Ah, guck dir, wir sind wieder Profi, wir haben uns nur einmal geschockt. Eine sehr schockierende Erfahrung, möchte ich sagen. Und es werde Licht. Ha, ha, ha. Wir arbeiten im Schatten und dienen dem Licht, Altair. Du weißt, was wir sind. Ja, Assassinenmeister. Nein, mein Schüler, Elektriker. So, wir können jetzt bei der Garage stimmt was nicht machen. Entferne die Leuchten. Ja, aber wir arbeiten uns gepflegt von oben nach unten. Erstmal die schlimmste Diät der Welt. Von Ed Breard. Der sieht übrigens aus wie Dan, ein Kumpel von mir. Macht übrigens auch YouTube. Dan the Man. Bin hungrig, aber ich kann nichts essen. Mein Toaster ist kaputt und ich habe ihn benutzt, um mein Lieblingsgericht zu machen. Welches Gericht fragst du? Leicht warmes Brot. Auch bekannt als Toast oder Toasties. Das war die beste Diät der Welt, aber seit ich kein Toast mehr essen kann, ist es schwierig, die schlechte Diät der Welt. Ich habe versucht, Lasagne zu machen, aber mein Toaster hat mir schnell gezeigt. Interessant. Toasti! Auch noch nie einen Toaster auseinandergenommen. Das wird lustig. Neues Ding kaufen. Sehr schön. Jetzt hätte ich endlich mal ein bisschen Zeug auseinander zu pflücken. Was ist denn da noch eine Schraube? Wo wird das Ding noch zusammengehalten? Hallo? Ah. So, löt, löt, löt. Hier einmal offen löten, da einmal offen löten. Aha, da.
Hab ich was vergessen? Ich will das Ding auseinander pflücken. Doppelschrauben, als ich dachte. So, und jetzt hier und hier schön Schräubchen lösen. Weg. Jetzt komme ich ein bisschen näher. So. In Ordnung. Inneres Gehäuse überprüfen. In Ordnung. Heizelement ist in Ordnung. Kaputt. Direkt ersetzen. Gar nicht lange schmoren. Ja, sehen wir schon, ist kaputt. Wird ersetzt. Müssten wir alles haben. Das Ding hätte auch mal reinigen können, die Messingplatte. Gibt wieder eine ganz, ganz schlechte Jodelbewertung. So. Alles schön festzuholen. Kolbe braucht sich auch ab, sehr schön. Regler, Regler. So. Jetzt müsste der ja eigentlich wieder toasten. Gut aus. Ab dafür. Neues Level erreicht. Werde ich irgendwas machen? Meine Zertifikate. Und noch mehr wird handwerklich repariert. Jawohl, ja. Mein Mixer ist kaputt. Ich habe Eier aufgeschlagen und es hat furchtbar herumgespritzt. Ihre Eier haben gespritzt. Ich beschloss ihn in der Küchenspüle zu. Oh, nee. Nachdem ich ihn an den Strom angeschlossen habe und wieder eingeschaltet habe, macht etwas im Inneren wupp, 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 wupp. Ich habe versucht, die Geschwindigkeit zu ändern, aber es hat nichts geholfen. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Ich glaube, wenn Elektriker echt solche Fehlerbilder bekommen, ey, die feiern das doch. Thank you.
alles verrostet. Alles durch die Bank. Interessant, sowas alles echt mal von innen zu sehen. Okay, überprüfen wir. Motor kaputt. Direkt. Ich glaube, das ganze Ding ist kaputt. Oh, wenn das ist in Ordnung. Ah, die müssen wir manuell prüfen. Kaputt. Also wir sind jetzt bei $36. Was kostet ein normaler Rührstab? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist hier noch eins? Hier wird doch noch eins irgendwo gelotet, oder? Keine Ahnung, ob ihr draußen hört, was da abgeht, aber ah, da. Wir sind schon wieder am Schwören. So. Okay, wir starten noch drin. Und testen. Nee, fertig. Nice, ab dafür. Wir haben noch einen Außeneinsatz haben. Mhm. Wir gehen hier hin. Als ich gestern in meine Garage ging, konnte ich nur ein rotes Notlicht sehen. Ich vermute, dass etwas mit den Kabeln passiert ist, die die Lichtschalter verbinden. Könntest du die Beleuchtung bitte reparieren? So, das kaufen wir. Jetzt akzeptieren wir den. Spaß und ab geht's dafür. Wow. Aber alle angeschlossen, oder? Okay, die jetzt nicht.
Tausche eine rote Glühbirne. Was ist denn, wo ist denn die rote? Die da? Ah, ja. Sehr schön, das hätten wir jetzt schon mal. Machen wir auch ganz dicht einmal an. Ah ne, hier müssen wir erstmal. So, von hier nach hier. Das heißt, wir gehen da so hier einmal an die Decke. Dann hier rüber. Dann so hier lang. Hier lang. Hier lang und hier lang. Perfekt. So, die Sicherung ist aus. Perfekto, guck mal, wie gut ich bin. Wollen hier wie beim PC-Building-Simulator auch irgendwann noch so automatische Schrauben bekommt? Das wäre ziemlich nice. So, drin in den Ding. Sicherung an. Und der Bums läuft! Ja, Mann! Haben wir geschafft! Sehr geil! Chaka! Komm ich wieder raus? Ah, da. Ja. Bla 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 bla. Gib mir das Geld einfach. Was? Der gibt mir kein Geld dafür, dass ich sein Radio eingeschaltet habe? Geiziger Bastard. Okay, was ist das? Es tut mir so leid, die Leuchten sind so stark, dass sie mich sehr blenden. Alter, ist die unheimlich. Aha. Rumänien. Sie kann kein Licht abhaben. Wir wissen, was sie ist. Ein Reptiloide. Die den ausschalten. Okay, was für? Das ist ein offener Vogelkäfig, das war schon vorher. Hm.
So. Auch hier weg. Warte mal, sie sagte, ich soll die Schalter zerstören. Hier ist nichts komisch. Oh, der hat die gleiche Laptop wie ich. War hübsch. Kann man ja nichts zu sagen. Okay, das heißt, wir müssen die Sicherung finden. Wo ist er denn? Sicherungskosti. Kein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah! Wie soll ich denn die Schalter bitte sehr zerstören? Hier nicht wirklich irgendwas machen, oder? Ja, hier können wir die Birnen rausziehen. Ah. Okay. Das war die falsche Schraube, okay. Oh. Schade, dass ich die nicht anders irgendwie zerstören kann, eben mit dem Hammer drauf oder so. Den hier nicht. Möchte ich hier nicht mehr sein. Ich fühle mich nicht so wohl hier. Habe gar nichts gesehen. Ich bin nicht im Schlafzimmer, wo gerade ein Sarglicht offen ist. Nein, nein, nein. Hier ist alles ganz normal. Ganz, ganz normal. Rudi.
Alles ganz normal, alles gut. Problem an mir ist, ich kann keine Horrorspiele spielen. Nächstes Problem ist, bekannt habe ich angeschrieben, spiel das. Ein Toilettensimulator. Ich dachte mir so, okay, so Horrorspiel. Kommt demnächst. Ich habe jetzt schon keine Lust dran. Lalala, lass mich hier raus. So, auch hier. Ich hoffe ja, ich komme hier wieder raus. Jetzt hier noch. Jetzt noch hier einen Schalter und eine Glühbirne. Hier irgendwo hin? Nein. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den schon habe. Ja. Wo ist denn hier jetzt doch noch was? Alle Glühbirnen im Korridor. Ah, hier. Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Schalter ist. Kompass, sei gnädig. Ich glaube, ich bin auch ernsthaft der Einzige, der wirklich, wenn er auf einer Baustelle arbeiten müsste, einen Kompass benötigt. Kenn mich doch. Ja. Weg. Weg. Wenigstens hast du gut gezahlt. Naja. Aber das soll es auch wieder für diese Folge gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.